Ich bin seit jetzt rund 35 Jahren Garagist. Angefangen haben wir ursprünglich im 77 mit Karosserie. Nachher im 79 haben wir eben als Garage angefangen. Also heute ist es natürlich eben mit dem Onboard-Diagnosesystem werden Fehler etwelche gespeichert auf dem Steuergerät. Die kann man dann auslesen mit dem Computer. Haben die Möglichkeit, gerade direkt vom Auto innen hier mit dem Werk Kontakt aufzunehmen und mit ihnen zu kommunizieren. Das ist eigentlich sehr ergiebig so. Wobei, es gibt ja auch Sachen, Fehler, die nicht angezeigt werden, und das sind dann die schwierigen. Das ist eigentlich noch gleich wie früher. Also man muss gerne noch ein Feeling haben und suchen. Aber sonst hat sich das natürlich total verändert. Der Beruf des Automechatronikers, wie er jetzt heute heisst, der hat sich einfach verändert vom Mechaniker weg zum Elektroniker. Und das ist natürlich gewaltig. Und der ist natürlich in dieser Berufsausbildung, kann man gar nicht mehr das ganze Spektrum abdecken. Die drehen nichts mehr, die drehen nichts mehr fräsen. Also es ist eigentlich kein Mechaniker mehr heute, muss man sagen. Und zum Teil ist es sehr einfältig, weil man heute immer noch Komponenten wegnimmt und wieder montiert. Und die Hersteller, die uns gängig wie mehr Teile verkaufen. Also wenn ein kleines Teil kaputt ist, das früher 5 Liber gekostet hat, dann, kostet das heute 150 Franken. Man muss einfach noch anders dazu kaufen. Also sie produzieren eigentlich Müll. Also ja, mehr geschätzt früher, wo man noch selber eine Hand anlegen konnte, weder heute mit diesen elektronischen Hilfen. Das ist nicht mehr so meine Welt. Aber es geht nicht mehr anders, das ist ganz klar. Und die Jungen müssen auf das ausgebildet werden und trimmt. Einer, der in den letzten 5 Jahren Berufsausbildung gemacht hat, der ist natürlich bei einem Oldtimer, wenn der das reparieren oder restaurieren sollte, dann ist er im HG, oder? Das ist klar. Aber umgekehrt natürlich auch. Ich bin jetzt nicht mehr. Ich habe nicht mehr die Fähigkeiten, die die Jungen haben. Da, das sind schon unsere Stifte. Die haben natürlich schon ein anderes Grundprogramm mitbekommen. Und ich bin manchmal froh, wenn ich ihnen etwas fragen kann.